Die demonstrativ gute Laune des Sonntags scheint verflogen. Bei der Tarifrunde für den öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen sind zwischen den Verhandlungspartnern unerwartete Schwierigkeiten aufgetreten. Frank Psirske, Chef der Gewerkschaft FAIR. Die, sagte am Montag: Es gibt Komplikationen und wir müssen sehen, wie wir sie bewältigen. Anführungszeichen, um welche Komplikationen es sich im Detail handelt, wollte Psirske nicht verraten. Das ist es. Kein Kommentar, sagte er. Aber er gab einen Einblick in die Atmosphäre unter den Verhandlern. Die Stimmung ist mäßig. Anführungszeichen, um 12 Uhr sollen die Gespräche in einem Tagungshotel in Potsdam fortgesetzt werden. Angesichts der Probleme ist es aber unwahrscheinlich, dass es bereits an diesem Montag zu einer Einigung kommt, also innerhalb der 2 Tage, für die die Tarifrunde eigentlich angesetzt war. Ein Ergebnis ist nun erst am Dienstag zu erwarten. Allerdings haben sich die Beteiligten von vornherein notfalls auch bis Mittwoch Zeit gegeben, falls es zu Schwierigkeiten kommen würde. Verdi und der Beamtenbund DBB fordern 6% mehr Lohn bei einer Laufzeit von 12 Monaten, mindestens aber 200 Euro pro Monat. Auszubildende und Praktikanten sollen 100 Euro mehr erhalten. Außerdem fordern die Gewerkschaften eine Pflicht zur Übernahme der Auszubildenden. Nicht ausgeschlossen ist auch, dass die Verhandlungen dieser dritten Tarifrunde scheitern. Folge wären dann aller Wahrscheinlichkeit nach noch massivere Arbeitsniederlegungen wie die der vergangenen Woche, als sich rund 200 Angestellte im öffentlichen Dienst an Warnstreiks beteiligt hatten. Kitas blieben geschlossen, Busse und Bahnen fuhren nicht, und Flüge für rund 90.000 Passagiere fielen deshalb aus. Zuvor waren bereits 2 Tarifrunden erfolglos geblieben, die Arbeitgeber hatten kein eigenes Angebot vorgelegt. Seehofer wollte zügig sinnvolle Ergebnisse geführt werden. Die Verhandlungen für knapp 2,3 Millionen Beschäftigte von Bund und Kommunen von Bundesinnenminister Horst der Seehofer, CSU, dem Präsidenten des Kommunalen Arbeitgeberverbands VK, Thomas Böhle, FAIR. Die Chef Frank Psirske und dem Vorsitzenden des Beamtenbunds DBB, Ulrich Silberbach. Sie hatten vor dem Start am Sonntag Zuversicht verbreitet. Vor allem Seehofer, der zum ersten Mal als Arbeitgebervertreter an Tarifverhandlungen teilnimmt,
zeigte sich optimistisch und sprach davon, man werde zügig zu sinnvollen Ergebnissen kommen. Beamtenbundchef Silberbach hatte davon gesprochen, Seehofer könne den Knoten durchschlagen. Am Sonntagabend sprachen die Verhandler dann von Annäherungen in Einzelfragen, dennoch sei man sich noch einig über Höhe und Struktur eines Abschlusses. Man habe Arbeitsgruppen eingesetzt, die Möglichkeiten ausloten sollten, wie sich Arbeitgeber und Gewerkschaft annähern können.